Bin ich nicht ein Narr, dass ich mich schrecken ließ? Es gibt ja schwarze Vögel in der Welt. Warum denn nicht auch schwarze Menschen? Ah, das muss Pamina sein. Du, Tochter der nächtlichen Königin. Wer bist du? Ein Abgesandter der sternflammenden Königin. Meiner Mutter? Dein Name? Papageno. Papageno? Papageno. Den Namen habe ich schon oft gehört, aber ich sah dich nie. Ich dich auch nicht. Ich liefere deiner Mutter schon seit vielen Jahren all die schönen Vögel in den Palast. Heute, als ich im Begriff war, meine Vögel abzugeben, sah ich plötzlich einen Menschen vor mir, der sich Prinz nennen lässt. Dieser Prinz hat deine Mutter so für sich eingenommen, dass sie ihm dein Bildnis schenkte und ihm befahl, dich zu befreien. Sein Entschluss war ebenso rasch wie seine Liebe zu dir. Er liebt mich? Ja, aber wenn er Liebe für mich empfindet, warum säumt er dann so lange, mich zu befreien? Der Prinz hat mich vorausgeschickt, um dir seine Ankunft anzukündigen. Du hast viel gewagt. Hast du denn noch kein Weib, das auf dich wartet? Nicht einmal ein Mädchen, viel weniger ein Weib. Ich möchte mir oft alle meine Federn ausrupfen, wenn ich bedenke, dass Papageno noch keine Papagena hat. Geduld, Freund. Der Himmel wird auch dir eine Freundin schicken, eh du's vermutest. Wenn er sie nur bald schickte.